Einige Tage später in Bruchköbel. Im Gastraum stehen die Zeichen auf Rundumerneuerung. Nach anfänglichen Zweifeln ist Chefin Anja voll bei der Renovierung dabei. Und auch draußen gehört das wenig einladende Zelt der Vergangenheit an. Zurück in Bruchköbel. Mensch, bin so gespannt. Fabrizio war ja super motiviert nach dem letzten Coaching. Wir haben super gekocht, das war absolute Spitze. Anja eigentlich auch. Hat auch gesagt, sie möchte gerne weitermachen mit einem neuen Konzept. Aber ich habe ihr das eigentlich noch nicht so wirklich abgenommen. Jetzt will ich mal gucken, wie die Stimmung ist, wie weit auch Flo mit dem Umbau ist. Und wir gehen einfach mal rein und checken mal die Lage. Oh, mittendrin. Hallo. Hi, hallo. Hi. Na, wie geht's euch? Ist die Stimmung gut? Super. Wow. In der ganzen Woche, sag mal, haben wir sehr viel zu tun gehabt. Wir sind so richtig nach Renovierung aus. Sehr viel Vorbereitung, viele neue Sachen gekocht, hier aufgeräumt nach der ganzen Renovierung. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich erkenne mein Restaurant gar nichts. Also die Lade gefällt mir jetzt sehr, also ist heller natürlich. Ich habe auch nie gedacht, dass man mit so grauer Farbe hier mit Braun kombinieren können. Ich denke, wenn das alles am Ende dekoriert wird, also mit Tischdecke, mit Kerzen eventuell, das wird alles top aussehen. Ich gucke mich mal um, Fabrizio auch da? Ja, der ist auch da, der muss in der Küche sein. Wie lange brauchst du noch? Ach so. Schnell weiter in sein Reich, die Küche. Hallo, buongiorno. Hallo, guten Tag. Na? Wie geht's dir? Hallo, Fabrizio, ciao. Hi. Alles gut? Ja. Oh, guck mal. Die Steinofen ist neu. Der Ofen ist fertig, da ist sogar eine drin. Ja. Oh, wie sieht die denn aus? Oh. Die Steinofen ist gut, jetzt kann man eine schöne Pizza machen. Nicht nur der Pizzaofen wurde in der 20 Jahre alten Küche ersetzt, auch eine neue Abdeckung und der neue Grill machen die Küche wieder fit. Das ist ja der Hammer. Hört ihr, wie das knackt? Jetzt muss sie nur noch den Geschmackstest bestehen. Mmh. Super. Mmh. Absolut wieder. Gut, also sie muss wirklich größer sein als der Teller. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist sie perfekt. Die erste Aufgabe bestanden. Okay, holst du mal die Anja, Chefin, mit der neuen Karte. Wirklich cool. Neue Karte? Neue Karte. Zur alten Post. Ja. Runde frei für Aufgabe 2, die Speisekarte. Pizza. Fleischgerichte. Die deutschen Speisen mussten weichen. Aber wird der Rest den Sternekoch überzeugen? Das sind keine 50 Gerichte, oder? Also 32, sag mal. Ich find's gut. Das ist sehr gut. Das ist authentisch. Jetzt muss der mir nur beweisen, dass es auch gut gekocht ist und schmeckt. Das geht an die Adresse des Küchenchefs Fabrizio. Ja, mal ein bisschen Foto, weil wir die Woche jetzt ein bisschen alles vorbereitet haben, hier ein paar Fotos gemacht. Sehr gut. Also Fabrizio, was wirklich es in keinem Restaurant in Italien gibt, ist, warum macht man dieses? Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Ja, gut, dann geh bitte aus der Küche raus und lass den Fabrizio seine Arbeit machen. Okay. Okay? Das war auch so Gewohnheit, wo man früher auch Rucola-Salat gemacht hat. Da haben wir immer Balsamico-Creme gemacht. Ja, da haben wir uns darüber keinen Gedanken gemacht. Du darfst mit deinen Vorstellungen das Konzept nicht durcheinander bringen. Wir brauchen eine klare Struktur, eine ganz klare Küchenlinie. Und wenn du hier reinkommst, ne, und kommst mit deiner Hilflosigkeit dazu, dann wird es und ist es nicht authentisch. Also mit der Kritik war natürlich eine Dämpfer für mich. Aber ja, da werde ich mich auf jeden Fall aus der Küche rausziehen, werde ich dann in Ruhe arbeiten lassen. Okay, ich komme gleich zu dir, wir sprechen gleich nochmal. Du bereitest bitte alles vor und ich möchte Antipasti sehen, ja? Ey, Fabrizio, che cosa, hä? Die Anja, die bringt den ganzen Laden hier durcheinander.
Sie soll gucken, dass sie einen Service in den Griff bekommt, dass sie mal lernt, was wirklich wichtig ist, vorne zu arbeiten, mit den Menschen umgehen, Weinkenntnis, Servicekenntnisse, all diese Dinge. Ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen ihre Mitarbeiter schulen. Fabrizio, der weiß schon ganz genau, was hier zu tun ist. Da braucht sie nicht mit ihrer Unsicherheit kommen und Essig auf die Tellerränder zu schütten. Anja hat mal wieder ihre Kompetenzen überschritten. Wie geht's dir? Gut. Gut? Gut, nicht so gut, aber gut. Lass mal quatschen. Jetzt mit diesem neuen Konzept, das soll richtig nur italienisch sein. Und da habe ich nicht so die richtigen Kenntnisse noch dazu. Aber ich werde alles tun, dass das sich in der schnellsten Zeit, letzter Zeit ändert. Du musst dich da jetzt drum kümmern. Mach ich. Ich weiß das. Aber das geht mit dem Konzept geht gar nicht. Das weiß ich. Das weiß ich. Und dann bist du auch nicht, und dann bist du auch nicht mehr. Dann hast du auch keine Angst mehr. Der hat recht, was der sagt. Ich weiß das. Der hat ganz voll recht, was der sagt. Wir werden das zusammen schaffen. Ja? Aber krempel die Ärmel hoch und hör auf zu jammern. Okay? Okay. So, jetzt gehe ich kochen. Und mach hier weiter. So, kochen. Das lässt sich Fabrizio nicht zweimal sagen und bereitet die Antipasti-Zutaten vor. Fabrizio. Ja, hi. Wow. Schön. Coppa und alles da hier, guck mal. Das ist schön. Das ist genau das Richtige. Was willst du mir zeigen für die Speisekarte? Mach mal eine schöne Antipasto, italienische Antipasto. Ja, gut, dann mach, dann zeig's mir. Das ist Amore. Wenn ich das hier sehe, so, ne, dann weiß ich auch, dass er will, kulturell und gastronomisch einfach nur wirklich ausgebremst wurde. Durch den Durchschnitt, den sein Chef einfach in der Vergangenheit gefahren ist. Einfach Italo-Pizzanudel Mainstream. Damit kriegst du aber keinen mehr von der Couch hoch. Feuerfrei für das Gemüse, das zu Antipasti-Schlemmereien gebraten werden muss. Das Rezept: Olivenöl, große Hitze, gute Gewürze und immer wieder ein bisschen Parmesan. So, würz mal ab, mein Freund, und lass die Power drauf. Alle Herdplatten gehen wieder. Und auch die italienische Leidenschaft ist beim Chefkoch entflammt. Zwischen den einzelnen Fleischteilen wieder ein bisschen Gemüse. Ich bin so viel motiviert. Wir arbeiten mit Herz, gelacht. Wir machen Spaß. So muss ich. Hast mich vermisst, ne? Ja. Hast mich vermisst, ne? Ja. Traurig, ja. Karotte, Brokkoli. Also, Antipasti alla Fabrizio. Ich habe immer Antipasti so gemacht, mit Salami, Mozzarella, diese Sachen. Aber ich habe immer probiert mit Brokkoli, Blumenkohl, Karotte. Das war eine gute Idee. Anja, so, zeig dir mal deiner Chefin, was du gemacht hast. Also, das ist Antipasti, italienisch. Super. Also, muss rauskommen. Okay, super, sehr schön. Gefällt mir. Und du wirst jetzt noch üben, machen, gucken, okay? Super. So, und morgen schick anziehen. Morgen machen wir Werbung. Und wichtig ist nur, Fabrizio, ich brauche Pizzateig und alles für eine Pizza mit Schinken. Okay? Pizza Salami und Pizza Schinken. Alles vorbereiten für 40, 50 Pizzen. Okay? Aufwand. Welche Überraschung morgen auf die beiden wartet, ahnen sie noch nicht.